Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und dabei habe ich meine Review zu Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Tolle Karte. Wir legen die erstmal weg. Hier hin. So. Ich weiß, das kommt jetzt eventuell ein bisschen spät, aber das ging vorher einfach nicht. Es kommen jetzt minimale Spoiler auf euch zu, aber das sind eigentlich, wie gesagt, keine bedeutenden Spoiler, sind halt nur kleine Sachen, die man sich eigentlich sowieso schon denken kann. Trotzdem bin ich der Meinung, sollte ich doch nochmal darauf hinweisen. Ja, es wurde in der Presse ausgiebig schon fast tot diskutiert, aber auch ich fühle mich dazu genötigt, es nochmal zu sagen. Der Hobbit gibt nicht genug Material her für ganze 3 Filme. Man sieht es mir nicht an, aber im tiefsten Herzensgrunde fühle ich es. Ich komme mir ganz dünn vor. Ausgemergelt. Wie ein Buch auf viel zu viele Filme verstrichen. Außerdem ist es eigentlich ein Kinderbuch. Jedem, der Teil 1 und Teil 2 vom Hobbit gesehen hat, sollte eigentlich aufgefallen sein, dass das alles ja ziemlich gestreckt wird. Nur, ich finde, in Teil 3 fällt es irgendwie am meisten auf, weil Teil 3 sehr wenig Handlung zu bieten hat. Wir haben da einfach nur Gemetzel und ein paar Abschießszenen. Und das ist eigentlich der gesamte Inhalt des Films. Ich finde es eigentlich ziemlich schlimm, dass nach Sehen vom dritten Teil jetzt Teil 2, den ich vorher eigentlich echt gut fand, jetzt für mich ein Stück weit schlechter geworden ist. Einfach weil dieser verfickte Cliffhanger am Ende von Teil 2 durch Teil 3 noch offensichtlicher und noch bescheuerter wird. Wir erinnern uns ganz kurz daran zurück, wie Teil 2 geendet ist. Die Zwerge haben angefangen, auf Smaug den Drachen einzukloppen und haben es nicht ganz genau geschissen bekommen, ihn zu plätten. Und dann ist das Megaviech in die Luft entschwunden, zu der Seestadt hin und meinte so von wegen, oh, ein bisschen Barbecue. Und so geht man jetzt als Zuschauer eigentlich davon aus, dass nach solch einem Cliffhanger erstmal wahrscheinlich so eine halbe oder dreiviertel Stunde des Films es jetzt darum geht, sich mit diesem Drachen auseinanderzusetzen. Aber nee. Das Ganze wird halt einfach in gefühlten 5 bis 10 Minuten abgeändert und das war's dann. Was? Ich meine, was denkt man sich denn bei sowas? Warum konnte Teil 2 nicht in der Mitte irgendwo ein kleines Stückchen gekürzt werden, um dafür diese 5 bis 10 Minuten Drachen-Endkampf noch mit reinzunehmen? Wieso denn? Weil es so am meisten Sinn macht? Weil da kein anderer dran gedacht hat? Weil Dovahkiin in Skyrim zu tun hatte? Weil man einen billigen Cliffhanger wollte, um die Leute dazu zu zwingen, nochmal ins Kino zu gehen? Und unter diesen Voraussetzungen wirkt das Ganze einfach nicht mehr auf mich wie ein Film oder wie eine Filmreihe, sondern wie Folgen einer TV-Serie. Eine TV-Serie, die mit einem verdammt großen Budget produziert wurde, keine Frage, aber trotzdem nicht wie einzelne Filme, die eine abgeschlossene Story erzählen, aber trotzdem aufeinander aufbauen, nein, sondern wie eine TV-Serie, die einen Cliffhanger einbaut, weil sie es für selbstverständlich hält, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, beziehungsweise in dem Fall von der Hobbit nächstes Jahr. Diese Filmreihe sieht es als komplett selbstverständlich an, dass ihr einfach wieder ins Kino rennt. Sag mal, kommst du am Montag mit in den Hobbit? Kann ich noch nicht sagen. Ich habe erst Training von Gummistiefel Waldwerfen und danach lese ich wieder blinden Kindern ehrenamtlich vor. Ich muss mal gucken. Ja, ja, genau. Das Kino in der Stadtmitte. Ja, ja. Nee, nee, da hast du jetzt was falsch verstanden. Ich weiß noch nicht, ob ich mitkomme. Ich schau mal, aber... Ja, ja, da holst du mich 18:30 ab von zu Hause und gehen wir zusammen ins Kino. Ja, ja, passt. Eine andere Sache, die mich mal so richtig anpisst, ist dieser übermäßige Gebrauch von CGI überall. Also von Bildern oder Sachen, die beim eigentlichen Dreh nicht da waren und nur nachträglich per Computer eingefügt oder verändert wurden.
Das war schon in den vorigen Teilen wirklich deutlich zu spüren, aber gerade in der Hobbit 3 gibt es so eine Szene, wo ich mir echt nur so dachte, what? Ich meine, was für mich damals die alten Herr-der-Ringe-Filme echt geil gemacht hat und was halt auch wirklich sehr viel zu der Stimmung der alten Filme beigetragen hat, waren halt einfach diese komplett dreckigen, abgeranzten, schmierigen Orks, die es gab und wo sich die Maskenbildner zum Teil wirklich selbst übertroffen haben. Aber im Hobbit, beziehungsweise allen Hobbit-Filmen, sind fast alle Orks irgendwelche computeranimierten Möchtegern-Digimon. Unten in der Stadt der Orks. Wir sind alle Digimon. Ja, gut, okay, der Hobbit ist eigentlich ein Kinderbuch, keine Frage, das stimmt schon. Aber Peter Jackson hätte doch von vornherein klar sein müssen, was die Fans für Erwartungen haben, wenn sie Herr der Ringe kennen. Ich meine, für mich sind diese scheiß computeranimierten Orks einfach so ein richtig krasser Stimmungskiller. Ja, wenn ich auf der einen Seite die schön geschminkten Charaktere sehe und auf der anderen Seite sehe ich diese hässlichen CGI-Orks. Und es ist auch so, dass man wirklich so krass den Unterschied sieht, finde ich, von Orks, die jetzt echte Schauspieler sind und die nur geschminkt wurden, und Orks, die halt computeranimiert sind. Und das ist einfach für mich, das macht die Stimmung bei dem Film kaputt und dann sitze ich da und schneide im Dunkeln irgendwelche Grimassen. Aber am allerschlimmsten ist es, wenn später in der Story ein gewisser Zwerg auftaucht und der hat halt so einen schönen großen orangenen bzw. roten Rauschebart und dieser Bart ist halt einfach computeranimiert. Sag mal, haben die Lack gesoffen oder was? Ich meine, das ist doch lächerlich. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es weniger aufwendig oder günstiger ist, dem Typen einen computeranimierten Bart zu geben, anstelle davon einfach, ich weiß auch nicht, die Filmcrew untenrum abzurasieren und die gesammelten Schamhaare dem Typen ins Gesicht zu kleben, damit er dann einen Bart hat. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Sehr gut, Johann. In dieser Szene isst du dann jetzt diese Suppe und du wirst die Suppe genießen, du wirst die Suppe spüren, denn diese Suppe ist eine gute Suppe. Sei die Suppe. Okay, ich sehe diese Schüssel, aber da ist erstens mal keine Suppe drin und zum anderen habe ich keinen Löffel. Ist das nicht für die Szene ein bisschen essentiell? Na, das passt schon, wir machen das später mit Computer rein. Wäre es nicht viel sinnvoller, einfach 15 Meter zu dem Buffet dahin zu gehen, uns ein bisschen Suppe und einen Löffel zu nehmen und dann die Szene zu drehen? Ich hab gesagt, wir machen das später mit Computer rein! Okay. Diese Suppe, der Hammer! Trotzdem muss ich sagen, hat mir die Endschlacht sehr gut gefallen. Und klar, wir haben da wirklich nicht viel Substanz oder Story drin, aber das ist für mich jetzt gar nicht schlimm, weil die Endschlacht wirklich gut umgesetzt war und das ist halt das, was ich vermisst habe in den vorigen Hobbit-Filmen. Ja, also alles, was sich Peter Jackson im Hobbit 1 und 2 an Gemetzel und Schlachten verkniffen hat, hat er jetzt bei Teil 3 komplett entladen und deswegen ist der titelgebende Kampf oder die Schlacht der 5 Heere halt nun mal das Zentrum. Und das ist schon nicht ganz so episch wie in den vorigen Herr-der-Ringe-Teilen, das nicht. Und auch wirklich nicht ganz so blutig und brutal, aber trotzdem hat es mir irgendwie wieder dieses Herr-der-Ringe-Feeling gegeben. Und das sollte so ein Hobbit-Film eigentlich meiner Meinung nach auch bewirken. Hier spricht Gott. Gib Gandalf deinen Ring. Wie geht es, Gandalf? Deine Tricks ziehen bei mir nicht. Njam, njam, njam. Außerdem ist es ganz geil, dass sogar Elrond, Saruman und Galadriel auch nochmal eine kurze Szene bekommen, wo sie ein paar Leuten in den Arsch treten und das war ziemlich cool gemacht. Und klar ist das nur Fanservice, aber Fanservice muss ja nichts Schlechtes sein, ne? Auch sehr cool finde ich, dass der Hobbit die Schlacht der 5 Heere fast nahtlos in Herr der Ringe die Gefährten übergeht. Klar, es gibt hier und da ein, zwei kleine Überschneidungen, aber es ist nicht so ein harter Cut wie zum Beispiel der neuen und alten Star Wars Trilogie. Also man kann quasi aus dem Kino gehen,
und dann direkt nach Hause, um sich die alten Filme nochmal anzusehen. Denn spätestens dann, wenn Gandalf zu Bilbos 111. Geburtstag zu Besuch kommt, hat man einfach die Lust, nochmal die alten Filme zu sehen. Aufmachen! Drogenfahndung! Einen Augenblick, ich komme gleich. Kooperieren Sie, uns wird Ihnen nichts geschehen. Okay, dann komm mal rein. Don Bilbo hat vielleicht was für dich. So, es wird Zeit für die Bewertung und ich fasse das Ganze nochmal für euch zusammen. Der Film besteht fast nur aus Gemetzel und Abschiedsszenen. Das ist in diesem Fall aber überhaupt nicht schlimm, denn zumindest ich habe genau dieses Gemetzel in den vorigen Hobbit-Teilen komplett vermisst. Und deswegen kann ich darüber hinwegsehen, dass der Film nicht wirklich viel erzählerische Substanz hat. Worüber ich aber nicht hinwegsehen kann, ist dieser verdammte Cliffhanger von Teil 2. Der Film hat es jetzt echt geschafft, mir im Nachhinein Teil 2 echt madig zu machen, weil ich das so unfassbar kacke finde, wie sie diesen Cliffhanger da genutzt haben. Außerdem ist es so, dass ich bei diesem verkackten CGI in einem Strahl an die Wand kotzen könnte, ja? Ich hasse das! Aber nichtsdestotrotz ist es sehr schön, dass der Film insgesamt einfach wieder ein Herr-der-Ringe-Gefühl bei mir ausgelöst hat und er schließt so gut mit den alten Filmen ab, dass man das Bedürfnis bekommt, sie direkt sich nochmal wieder anzugucken. Und deswegen bekommt der Film Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere, 8 von 10 Punkten von mir. Der Film ist gut, keine Frage, nur ist er eben nicht großartig. So, und weil mich das Ganze jetzt so wunderbar in Herr-der-Ringe-Stimmung gebracht hat, zock ich jetzt erstmal ein bisschen Mittelerde, Mordors Schatten. Und euch danke ich, dass ihr mir mal wieder zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch bitte das Video. Sorgt dafür, dass die Leute mich abonnieren. Und freut euch auf das nächste Video. Und bis dahin sage ich Tschö mit Ö. Schnubbelibu! Hallo Leute, ich bin's nochmal. Ich wollte euch noch ganz schnell darauf hinweisen, dass ich ja beim Ultra Smash 2014 von Twitch dabei war und dort moderiert habe. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Guckt es euch mal an, es war wirklich ein geiles Event und es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und anlässlich dazu habe ich mir gedacht, oh, du musst ja mal mit der Zeit gehen, ne? Und deswegen gibt es noch eine Facebook-Fanseite von mir. Oh yeah! Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die liked. Vor allem könnt ihr darüber natürlich dann auch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich poste da ab und zu auch mal so ein, zwei lustige Bildchen, um euch bei Laune zu halten. Und ja, unbedingt ist da die Devise like and share, helft mir bei meinem Rise to Internet Domination. Und ja, vielen Dank und hauen Sie, bauen Sie!